Okay, es gab mehr Stufen, als wir dachten. Scheinbar überträgt sich die Ausdauersmächte mit Spiel. Gut zu wissen. Oh Gott, ich kann spüren, wie meine Lunge versucht, mich umzubringen. Ist das spannend? Ich hab mir in die Hosen gemacht. Gott, das ist traurig. Scheiß drauf, warum macht ihr nicht einfach eine Cheetos- und Mountain Dew-Pause und wir treffen uns in einer Stunde wieder? Verdammt, Leute! Das war ein Scherz! Ihr solltet nicht wirklich eine Stunde brauchen! Gott, wir haben so viel Zeit verloren! Ziehen wir das jetzt endlich durch! Ihr kennt ja alle den Plan! Alles klar, Männer! Formiert euch und... Jeder kämpft für sich selbst! Was? Nein! Gott verdammt, Leute! Gruppe B, hör auf den Boss anzugreifen und haltet uns die Sentinels fern! C und D, hör auf von vorne anzugreifen! Wisst ihr überhaupt, was flankieren heißt? Gruppe F, verdammt nochmal! Hör auf, Bejewel zu spielen! Gruppe G, geh mit rein und helf A und B! Alles klar! Matz mich nicht! Scheiße, echt jetzt! Okay, Asna, was du jetzt am besten tun solltest ist... Wow, ich dachte, sie wäre hoffnungslos, aber ihre Technik ist fabelhaft. Wüsste ich es nicht besser, würde ich fast schon sagen, sie ist sogar besser als ich. Hey, Kirito, ich habe das Ding getötet und jetzt steht da, ich habe XPs. Ist das schlecht? Werde ich sterben? Okay, hab mich gehört. Alles klar, Männer, dieser letzte Teil benötigt genaue Koordination. Was habe ich jetzt einfach selbst tun werde? Oh, fuck. Diabel, pass auf! Das ist kein Tower, sondern ein Odachi! Was ist der Unterschied? Naja, ein Tower aus indischen Ursprungs, während ein Odachi aus Japan kommt. Obwohl beides hauptsächlich Schnittwaffen sind, wurde das Tower von der Kavallerie bevorzugt, im Gegensatz zum Odachi, was hauptsächlich zum Schwanzvergleich benutzt wurde. Worauf willst du hinaus? Wenn du mich mal ausreden lassen würdest, würde ich auch dazu kommen. Also, es ist... Ah! Ups. Diabel! Hey, ein seltener Gegenstand. Ich wollte sagen, dass ein Odachi etwas länger als ein Tower ist und somit eine größere Reichweite hat und mehr Schaden verursacht. Und warum konntest du das nicht zuerst sagen? Ich sehe mich gerne als eine Art Lehrer, aber jetzt egal, trink das erstmal. Nein, so ist es besser. Ich kann einfach nicht mehr. Anfangs hatte ich so große Hoffnung, aber jetzt ist unser bestes Spieler ein Mädchen, das Ding. DPS ist eine Sexstellung. Ich weiß, das ist komisch, oder? Offensichtlich bist du nicht wie der Rest von denen. Wie hältst du das aus, Kirito? Woher holst du deine Kraft? Diabel, weißt du, ich spiele schon sehr lange MMOs. Und wenn es eine Sache gibt, die ich gelernt habe, dann ist es, dass Löwen sich niemals mit der Meinung von Schafen befassen. Nimm einfach die kleine Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, taktvoll und verständnisvoll zu sein, und erschieß sie einfach. Schieß sie ins gottverdammte Gesicht. Du bist so weise. Wenn ich dich auch nur früher getroffen hätte, vielleicht wären die Dinge dann anders. Du musst sie jetzt führen. Zeig ihnen, dass diese Spiele geschlagen werden können. Vielleicht in einem anderen Leben oder zu einer anderen Zeit hätten wir, glaube ich, Freunde sein können. Das bezweifle ich. Ja, fick dich auch! Alles klar, Kirito. Das ist, was wir tun werden. Einer kontert seine Schläge, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dann wechselt ein anderer mit ihm und greift an. Das wird endlos wiederholt. Bis zum Sieg. Du hast dir das ausgedacht, aber kannst kein Menü öffnen? Alles klar. Du konterst, ich greife an. Was? Nein, das ist mein Plan, also darf ich auch angreifen. Ist ja gut, mach dich einfach bereit. Wechsel! Siehst du, du bist beinahe draufgegangen. Ich werde ihn angreifen. Das war Zufall und das weißt du. Der gehört mir. Das ist meiner. Meiner. Nein, der gehört mir! Glückwunsch, das war ja sogar noch beeindruckender als die Katze, die gelernt hat, Computer zu spielen. Oh mein Gott, ihr könnt sie auch sehen. Also bin ich nicht verrückt. Ist das nicht toll, Jesus? Das ist richtig, Jeffrey. Und jetzt? Töte sie alle. Wie ihr wünscht, mein Herr. Du hast uns zum Sieg geführt, Kirito. Diese Männer und ich werden dir in die Hölle folgen. Und jetzt sprich zu deinem Volk. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Meine lieben Mitspieler, wir sind weit gereist und haben viele Treppenstufen erklommen, um hierher zu kommen. Wir kämpften Seite an Seite, Anfänger und Profis zusammen. Ich würde mir gerne einen Moment nehmen, um zu sagen, dass ich es ohne die Hilfe von jedem einzelnen von euch nicht geschafft hätte.
Na, no, das hast du aber schön gesagt. Aber da ich kein Lügner bin, werde ich nichts davon sagen. Oh, shit. Ich meine mal ehrlich, ich hätte diesen Bosskampf auch alleine machen können. Aber um fair zu bleiben, habt ihr doch etwas Schaden für mich absorbiert und das war ganz nett. Ihr wart ein anständiger menschlicher Schild und das kann euch niemand nehmen. Fuck, halt's Maul. Also, für alle, die später dazugekommen sind und den Typen, der da hinten Bijou spielt, greift nach den Sternen. Denn nur das macht es umso lustiger, wenn ich euch dann wieder zurück in den Dreck treten kann. Du bist nicht besser als wir. Also mein verdammt cooler Mantis sagt was anderes. Verdammt, er hat recht. Kirito, warte. Ich will die Hälfte. Entschuldige, was? Ich will die Hälfte von dem Mantel. Ich habe die Hälfte der Arbeit gemacht, also sollte ich auch die Hälfte von dem Mantel bekommen. Nein, das ist doch kein Stoff, den man einfach zerschneiden kann. Das ist ein Haufen Einsen und Nullen. Na gut, dann gib mir die Einsen. Fick dich, ich will die Einsen. Ach, ich will nicht mehr diskutieren. Ich bin fertig mit dieser Gruppe. Kirito, wenn du mit meiner Hälfte des Mantels wegläufst, werde ich dein Leben zur Hölle machen. Weißt du was? Okay, ich gebe dir den verdammten Mantel. Schick mir dafür doch einfach nur eine Handelsanfrage. Eine was? Oh, ja, das ist ganz einfach. Öffne dafür einfach dein Menü. Du Hurensohn!